Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 3. In der letzten Folge haben wir wieder versucht, einen Außenweltler festzunehmen, gefangen zu nehmen, festzusetzen, wie auch immer man es nennen mag, zum Essen einladen. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter, denn wir haben viel zu tun und immer noch ein UFO in unserem Luftraum. Medium, da möchte ich mich nicht wirklich damit anlegen, solange wir keine Laserwaffen haben, also guten Flug. Und weg ist er. Moment mal kurz. Kommt da jetzt wirklich ein großer Obduktor? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Naja, guten Flug. Und wir haben hier eine Entführung. In Lyon, Frankreich. Gut, da gehen wir mal sofort hin. Was nehmen wir denn mit? Nehmen wir unseren Brum mit. Moment mal kurz. Das ist echt fürchterlich. Kaum fange ich an zu reden, bildet sich so ein dicker, ekelhafter Kloß in meinem Hals und ich muss erstmal husten. Das ist ja vollkommen unnatürlich. Oh, naja. Vielleicht muss ich mehr Tee trinken oder sowas in der Art. Ja, wer weiß das schon. So. Dann brauchen wir noch einen Assault. Moment. Scout, Rocketeer, Medic, Sniper, Gunner, Assault. Nehme ich hier echt die Besten der Besten mit, oder was? Gut, lass meinen Ingenieur daheim. Nehme noch einen Engineer mit. Dann würde ich gerne noch einen Rookie mitnehmen. Wie wäre es mit dir, Irina? Hm? Hast du Interesse an einem Job? Aber erstmal obligatorisch auf Items abgeben. Rüstung, Lasergewehr. So, was nimmst du sonst so mit? Ja, AP-Granate, ich denke nicht. Und ich muss niesen. Alter Schwede, war das heftig. Naja. Gut. Geben wir dir noch einen Scope mit. Vielleicht noch ein Granätchen. Damit kannst du sicherlich gut umgehen. Hoffe ich zumindest. So, unserem Engineer. Das dauert bis zur Beförderung noch ein bisschen. Geben wir auch ein Lasergewehr mit. Die HE-Granaten passen soweit. So, Antonina. Rüstung. Scatterlaser. Und anstelle der Pistole bekommst du eine Laserpistole. Flashbang finde ich absolut okay. Willst du noch einen Scope? Ne, nimm mal das Alloy-Plating mit, dann hast du 10 Hitpoints. Dann kann dich so schnell nichts überraschen. So, wie heißt du? Inkarnation. Hat das was mit Inkarnation zu tun? Ich weiß es nicht. Autolaser. Rüstung. Scope. Flashbang behalst du mal kurz. So, da ist unser Sniper. Rüstung. Snipergewehr. Gerne auch eine Pistole. Und ein Scope. Weil ein Sniper, der nichts trifft, ist eigentlich relativ wertlos für uns. So, unser Medic nimmt die Rüstung mit. Lasergewehr. Das Heavy Laser bleibt anscheinend daheim, da wir niemanden dabei haben, der es tragen kann. Nimmst du die Pistole oder geben wir sie dem Scout? Oder dem Rocket hier. Schweiß ist nichts. Lasergewehr, Rüstung, Schredderrakete. Finde ich gut. So. Rüstung. Lasergewehr, Battlescanner passt. Nimm die Pistole noch. Und ein Scope. Moment mal. Arxroa, vielleicht können wir ja was fangen. Wer weiß das schon. Ich weiß es definitiv nicht und das ist auch gut so. Urban large structure in a single large building that will require entry. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Da haben wir unseren Medic. Medic. Was gucke ich denn hier überhaupt?
Flashbangs haben wir 1, 2, 2 Flashbangs, 3 Granaten. Vielleicht sollten wir noch ein Notfall-Medikit mitnehmen. Aber wer nimmt das denn freiwillig mit? Unser Rekrut vielleicht? Nö, muss nicht sein. Wir starten einfach die Mission, treten die in den Arsch und kommen wieder nach Hause. Und Frankreich ist ja auch gleich ums Eck rum. Und die 80 Kroten nehmen wir gerne mit. Waren doch 80, oder? Nicht, dass die uns jetzt hier noch abziehen. Nee, keine Sorge, die Panik werden wir schon verhindern. Und wenn wir dabei draufgehen. Launch Mission. Mit was für einem Widerstand können wir hier rechnen? Das war ja ein Abduktor gelandet. Das spielt da die Crew irgendeine Rolle? Wollen wir uns erstmal hier drin umsehen? Also ich erwarte hier drüben auf dem Parkplatz jede Menge Gegner. Hier drin könnten welche sein, hier könnten welche sein, die könnten überall sein. Egal. Wir verschaffen uns erstmal hier Zutritt. Du gehst mal hier mit. Und ich wäre auch noch stark dafür, dass wir uns auch noch hier Zutritt verschaffen. Unseren Sniper stellen wir mal. Ich sagte, unseren Sniper stellen wir mal hier auf. Weil da passt der Überblick halbwegs. Okay. Irina, du gehst mal hier mit. Unseren Assault könnten wir hier mitschicken. Wir könnten aber auch aufs Dach rauf, aber ne, lass mal stecken. Hock dich mal da ins Eck. Und guck ganz unschuldig, dann passiert schon nichts. Wir warten diese Runde mal ab. Und dann schlagen wir auf zwei Orten an zwei Orten simultan zu. Und du machst mir hier ein Overwatch. Und du noch einmal Steady Weapon. Okay, links von uns ist eine Scheibe zu Bruch gegangen. Das habe ich genau gehört. Okay, da hinten ist Meld. Ob wir es diesmal einsammeln können, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gucken wir erstmal hier rein. Wir sehen hier nichts. Oben wird höchstwahrscheinlich auch nichts los sein. Geh mal hier gucken. Nichts. Oh Mann, warum muss das so weit weg sein? Unser Gunner kommt dabei hin. Okay, hier wären wir schon mal clear. Ist doch mal gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir auch mal hier rein. Ich sagte, du sollst da reingucken. Hörst du mir nicht zu, Bursche? Okay, hier ist es gefährlich wegen Fenster. Hier ist es gefährlich wegen Unbekannt. Hier ist es gefährlich wegen Fenster. Hier ist es gefährlich wegen Unbekannt. Dieser Eintrittspunkt ist nicht gerade gut. Gehst du mal kurz gucken? Machen wir mal einen Overwatch. Wir warten noch eine Runde ab. Bis dieses Team hier ungefähr an die Fensterscheibe vorgerückt ist. Machst mir ja auch einen Overwatch. Du darfst ja auch einen Overwatch machen, weil die Tür offen ist. Du machst mir jetzt Steady Weapon. Du machst einen Overwatch. Du darfst auch mal einen Overwatch machen. Du bleibst bei Steady Weapon. Ich huste einen. Okay, und wir wissen, dass die Gegner dort sind. Husten hat also was geholfen. Oh, Sucher. Und die triggern unseren Overwatch. Der natürlich nichts trifft. GG. Und, was macht ihr jetzt? Na kommt, kommt zu Papa.
Ihr triggert nochmal ein paar Overwatches, finde ich gut. Oh, einmal 4 Schaden. Gut. Okay, und der Sniper regelt. Sehr schön. So, kann sich Irina mal ihren Abschuss holen? 100% weg damit. Da frage ich doch gar nicht nach. Einen guten Abschuss, wenn möglich, immer mitnehmen. Und ich würde mal sagen, wir warten hier nochmal eine Runde ab. Du wartest ebenfalls. Wollte eigentlich schon zu der Tür da hinten gehen, aber muss nicht sein. Moment mal kurz, du wechselst mir mal auf diese Flanke. Falls du da hinten eine Rakete schießen musst. Pass mal Stay Weapon, falls damit du vorbereitet bist. Du lädst bitte nach. Du machst mir hier ein Overwatch. Du lädst bitte auch mal nach. So, bekommen wir jetzt noch mehr Besuch oder war es das schon? Okay, Floater. War das vorhin ein Muton? Ich hab's nicht genau gesehen. Okay, Muton und Floater. Und ein Overwatch. Aber ich habe hier meinen Spezialisten vorbereitet. Der zeigt euch mal, wie das geht. Ich glaube, die Rakete bleibt am Auto hängen. Probier es einfach mal. Solange du deine eigenen Leute nicht dabei triffst, ist ja alles okay. Oh, das war hervorragend. Also den Muton würde ich mal mit Freude mitnehmen. Du kommst da aber nicht ran. Also müssen wir den erledigen, weil der verschwindet und macht uns dann platt. Das ist klar. Medikabschuss vielleicht? Na komm, probier's. Jawohl. Wir müssen ja auch nicht immer irgendwelche Monster einsammeln. Nur 49%. Das ist nicht viel. Aber du hast ja immerhin noch dein, wie soll ich sagen, Holotage-Tink. Also, let's go. Gut. 47% kannst du einen zweiten Kill machen. Oh ja, das kannst du. Dann will ich mal spontan behaupten, bringen wir uns nochmal neu in Position. Bitte hier unten, nicht da oben. Gehst du mir hier mal an die Tür? Ist da ein Schaufenster? Du könntest eventuell von dem Overwatch getriggert werden. Geh trotzdem mal gucken. Okay, du siehst da nichts. Finde ich gut. Dann gehst du da auch mal mit. Ich finde es doof, dass sich da die Mauer ausblendet. Da ist man immer so unsicher, ob man da seinen Soldaten hinschicken kann. Okay. Ja, mein Assault steht ja ein bisschen dumm rum. Wir wissen ganz genau, dass hier irgendwo ein Overwatch ist. Aber ich möchte hier nicht noch mehr aufdecken. Das wäre irgendwie töricht. Das ist mehr so der Backup da hinten, verstehst du? Du machst mir hier einen Overwatch. Falls sich dort was bewegt, dann ist es erledigt. Okay, noch ein Floater. Unser Sniper schießt. Okay, der geht daneben. Das sehe ich schon daran, wie er das Gewehr hält. Ja, doch. Ja, das ist da ein bisschen zu weit vorgehalten, mein Freund. Ja, ja. Brüll ruhig rum, du Brülläffchen. 64%. Sniper-Abschuss, sehr schön. Gut. Die große Frage ist, können wir uns hier jetzt raustrauen? Ich denke eher weniger. Wir sollten die Möglichkeit mal nutzen, um nachzuladen. Weil so viel Zeit muss schon mal sein. Du hältst dir nach wie vor das Backup. Und du ebenfalls. Okay, da sind die bösen Buben. Okay, Drohnen. Sind es jetzt nur Drohnen oder ist hier auch noch eine Cyberdisk mit am Start? Das hätte ich jetzt aber nicht gesund angehört, oder? Okay, das ist das
meldet, dass sich deaktiviert hat. Aber ich habe so ein Geräusch gehört, das sich so anhört, wie wenn es Cyberdisk in Position geht. Das ist nichts gut für uns. Denn eine Cyberdisk im Overwatch kann tödlich enden. Dessen sind wir uns bewusst. Gehen wir mal bitte hier hin. Schaffst du vielleicht noch einen Abschuss? 91%, na logisch. Nö, machst du nicht. Dann wird's halt ein Sniper-Abschuss hier. Gut. Gut gemacht, Bram. Ich würde ja am liebsten schon mal rausgehen. Das Problem ist, wenn hier wirklich eine Cyberdisk ist. Dann Prost, Mahlzeit. Und aus dem Rekruten-Feeding wird ja auch nichts. Wir könnten hier aber mal ein blablabla ein Assault-Abschuss machen. Wobei ich gerne doch den Rücken-Backup haben wollte. Wenn hier irgendetwas zur Tür rausrennt und hier entlang kommt, dann reagiert der Nahkampfspezialist. Du bist doch Nahkampfspezialist, oder? Alloy Plating. Close Combat Spezialist, genau. Aber nö, ich entscheide mich mal für diesen Abschuss. In der Hoffnung, dass die junge Dame bald befördert wird. Und nebenbei kann sie gleich das Gebiet ein bisschen aufklären. 100%. Bye bye. Das war's? Really? Sure. Das sind jetzt nur 16 Minuten. Das ist jetzt eine kürzere Folge. Gut, wir machen jetzt mal ein bisschen Kleinkram. Das sparen wir uns dann in der nächsten Folge. Dann passt die Sache auch. Damit wir zumindest auf 20 Minuten oder so kommen. Wann habe ich das letzte Mal eine 16-Minuten-Folge rausgehauen? Na klar, 16 Minuten YouTube-Standard. 15 Minuten und so, ne? Verstehst du? Gunner Rocket hier. Ich glaube, da kann ich beides gebrauchen. Gucken wir mal. Die Zeit haben wir ja jetzt. Weil ich glaube, bei einer 17-minütigen, ja mittlerweile 17-minütigen Folge XCOM würdet ihr mich alle flattern und in der Luft zerreißen. 80 Koten verdient, finde ich gut. Und wir gucken mal in die Baracken. Die Zeit haben wir jetzt. Am liebsten würde ich jetzt noch eine Mission dranhängen, aber das schaffe ich zeitlich nicht. Also ich meine mit zeitlich meine ich jetzt... Ja, es ist schön, dass mal ein paar kürzere Folgen dabei sind, weil... Ich komme nicht mehr so viel zum Aufnehmen wie früher. Ich würde jetzt gerne noch GTA Let's Playen, also GTA Online. Minecraft würde ich gerne wieder machen. Project Zomboid würde ich gerne wieder machen. Ich würde mir mal gerne Livestreams angucken, ob man irgendwelche Pixelspiele mit meiner Internetleitung schaffen würde. Naja, ihr wisst schon, das volle Programm. Transport Tycoon würde ich noch gerne spielen. Ja, wird jetzt mal eine kleine Laberrunde. Mit dem alles, was ich machen will. Am liebsten würde ich 20, 30 Videos auf einmal raushauen. Das funktioniert halt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Rocketeers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Gunner. Dann wirst du Rocketeer, Mädchen. Du wirst Rocketeer. Und pass auf dich auf. Rocketeers und Assaults haben bei mir ein sehr kurzes Leben. Gut. So, was könnten wir jetzt noch machen? 19 Stunden ist Satellit fertig. Facilities. Ja, genau. Da warten wir darauf, dass der Stromgenerator fertig ist. In der Repair Bay läuft alles rund. Da warten wir nur noch... Blablabla. 2 Tage, bis die eine Rüstung fertig ist. Ein Glück, dass wir ein Ersatzgerät haben. Beziehungsweise die Ersatz im momentan in der Repair Bay drin ist. In 2 Tagen haben wir eh neue Rüstung, von daher kein Problem. In 3 Tagen ist der Sinnmanager durch. Finde ich gut. Ich kann auch Soldaten anschaffen oder Engineering bei Items anschaffen. Laserkanone, 30 Alloys. Ich würde schon gerne noch eine Laserkanone bestellen. Oder noch eine 8. Rüstung. Noch ein paar Laserpistolen. Habe ich einen 2. Arcthrower in Auftrag gegeben? Ich glaube nicht, oder? Ein 2. Arcthrower wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
Pip. Laser Strike Rifle ist im Auftrag. Ein zweiter Scatter Laser ist im Auftrag. Weiterer Heavy Laser. Ich bestelle jetzt erstmal noch eine Carapace Armor. 11 Tage. Bei Rüstung kann man nie genug haben. Ihr habt ja gesehen, wie schnell die Dinger kaputt gehen. Officer Training School. Wir könnten auf die Tactical Officers sparen. Weil ich glaube, da dürften wir mittlerweile ein paar Beförderungen drin haben. Haben wir vielleicht irgendetwas, was wir verkaufen könnten? Irgendetwas so viel im Überfluss. Bisschen Illyrium. Das wird uns noch früh genug ausgehen. Aber momentan haben wir nicht so große Verwendung für. Deswegen verkaufe ich da mal einen ganzen Schwung voll. Meld behalte ich mal. Waffenfragmente lohnt sich nicht. Ein paar Seeker Wrecks. Und ein paar Floater. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. 211 Kröten. Und jetzt würde ich mir am liebsten noch einen Abfangjäger anschaffen. Aber nö, ich gebe mich... Was wollte ich eigentlich anschaffen? Eine Laserkanone war das, oder? Nee, Moment mal. Wir waren ja gerade in der Officer Training School. Ein Tactical Officer. Bestätigen wir mal. Da kommen als nächstes die Company Officer. Die können wir uns mittlerweile von unseren Rängen auch schon leisten. Gut. Baracken. Officer Promotions. Ernennen wir doch ein paar Lieutenants. Tja, Catweasel, das wird dir gefallen, ne? Wenn du jetzt zum Lieutenant befördert wirst. Die große Frage ist, wen nehmen wir da mit? Ich habe ja gerne mal Sniper und Infanteristen und Assaults und was weiß ich alles. Das. Offiziere. Ich glaube, die Offiziere benennen wir dann kurz vor Beginn der Mission. Ich schätze mal, es werden wieder die Sniper zu meinen Offizieren. Oder Assaults. Oder Infanteristen. Oder Medics. Oder Scouts. Ich weiß es nicht. Nagelt mich darauf bitte nicht fest. Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 verfügbare Lieutenants. Wir könnten noch ein bisschen verkaufen und dann können wir uns noch eine Laserkanone leisten. Ja. Ein bisschen was zum Verscherbeln findet man doch immer, wie zum Beispiel Super Floater, Super Sinman. Komm, gib mir auf 35 runter. Nee, direkt auf 30 runter. An sich haben wir jetzt genug Geld, aber ja. Kaum nochmal so 10 Illyrium. Die wird keiner vermissen. So eine UFO-Power-Source. Ja, die brauchen wir noch für die Forschung, aber naja. Verkaufen. Und jetzt könnten wir uns wieder einen Abfangjäger leisten. Aber ich bestelle, wie gesagt, noch eine Laserkanone. Weil die können wir nicht genug davon haben. Laserkanone 1. Submit. Order. Gut. Und wir haben immer noch 106 Kröten. Bäh. Was für einen haben wir denn jetzt momentan im Monat, den 15. Situation Room. Covered Operations. Intel Scan. Ja, machen wir. Wo? What? Die ziehen mich ab. Die ziehen mich ab. Die haben mir Geld geklaut. Nee. Tja, das ist der Beginn einer langen Pechsträhne, wie es aussieht. Ich glaube, den einen Satelliten warten wir noch ab. 6 Sektoiden für einen Wissenschaftler. Na, why not? Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Mission auslöse. Naja. Aber meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.